Name ist Florian und dankenswerterweise habe ich von meiner Lieblingsvideozeitschrift eine Parrot Bebop 2 Drohne bekommen. Ich weiß gar nicht, ob es Parrot heißt oder Paku oder so. In Frankreich sagt man das vielleicht anders. Der Karton ist schon leer, weil es gab diesen Transportkoffer dazu. Wunderbar, ist auch sehr angenehm. Tatsächlich ist es so, das Ganze ist so leicht nachher, auch mit diesem Koffer noch, dass ich schon beim ersten Mal zumindest dachte, oh, habe ich die Drohne da wirklich reingepackt? Aber wie man sieht, sie ist drin. Hier ist auch noch ein bisschen Platz, den ich aktuell nicht nutze. Hier ist Platz. Ich glaube, das ist für einen Zweitakku gedacht. Ich habe da halt das Aufladekabel drin, weil ich habe keinen Zweitakku. Ich habe erstmal nur die Parrot. Das Coole ist, die passt da mit den Rotoren montiert direkt rein. Man muss allerdings beim Reinsetzen aufpassen, dass man die halt in einem bestimmten Winkel dreht. Also wenn ich das jetzt so mache, dann könnte ich sie nicht mehr reinsetzen. Kein großes Problem. Muss man nur wissen. Der Koffer gefällt mir übrigens echt gut. So, zweite Sache, die man wissen muss, ist, hier ist ein Schutz vor dem Objektiv. Den sollte man natürlich abnehmen, bevor man fliegt. Aber das vergisst man nur beim ersten Mal. So, Verarbeitung gefällt mir insgesamt ziemlich gut. Das Ding ist total leicht. Laut Herstellerangaben 499 Gramm. Also auch in einer sehr leichten Klasse generell. Der Akku ist eigentlich so das Schwerste. Den kann man ziemlich leicht demontieren. Man hat hier so einen Klicker. Kann so machen und dann, jetzt habe ich es angemacht, das wollte ich nicht, sondern, jetzt habe ich es wieder ausgemacht, sondern man kann den Akku einfach so rausnehmen und ich würde sagen, der Akku ist in etwa genauso schwer wie der Rest. Man sieht schon, einschalten, ausschalten, super einfach, man hat hinten einen Knopf, den man drückt, wenn man das getan hat, dann fängt er an zu blinken. Sobald er konstant blinkt, ist das Ganze soweit. Und was man dann machen kann, ist, man nimmt sich sein Tablet oder Smartphone. Ich habe jetzt hier ein iPad Mini, ich habe aber das auch mit meinem Sony Smartphone, also Android, probiert. Und kann dann sich mit einer App verbinden. Mittlerweile heißt die FreeFly Pro, genau. In der Anleitung ist noch FreeFly 2, glaube ich, angegeben. Das ist am Anfang erstmal ein bisschen verwirrend, aber auch nicht weiter schlimm, weil man ja eben gerade im App Store sucht und dann findet man das sofort, weil es die anderen einfach nicht mehr gibt. So, also kein großes Problem, man öffnet dann die App und dann muss man halt warten, bis sich das Ganze verbindet. Hier ist es jetzt relativ dunkel, aber wenn ich das Ganze mal irgendwie so auf mich halte, dann kann man das hier auch halbwegs sehen, dass man schon das Live-Bild hat im Fly und Film genannten Modus. Und wenn ich in den mal reingehe, dann kriege ich da halt sofort irgendwie angezeigt, wie ich damit fliegen kann. Ich möchte das jetzt hier nicht unbedingt machen. Ist aber auch kein Problem, muss ich sagen. Also ich habe jetzt gerade hier eine Steuerung eingestellt, die auf beiden Seiten mit Joysticks funktioniert. Man kann das halt ändern. Man kann sich aussuchen, Joypad heißt es in diesem Fall. Dann gibt es normal, da macht man das dann über den Gyrosensor des Geräts. Also dann kann ich so machen und damit fliegen. Oder es gibt noch As, da mache ich das auch über den Gyrosensor. Muss das anders gedrückt halten quasi und kann auf der rechten Seite die Kamera in den Richtungen ändern. Ich muss sagen, alle drei Modi gefallen mir, wobei ich halt den letzten, diesen Ass-Modus, nicht ganz so gern benutze, weil ich halt das Einstellen der Kamera während des Fliegens für wenig sinnvoll erachte, weil es einfach keine schönen Schwenks gibt, für mein Empfinden zumindest. Der Rest ist ziemlich cool, dass man einstellen kann, die maximale Neigung oder die maximale Geschwindigkeit, sowohl vertikal als auch die Neigungsgeschwindigkeit, maximale Drehgeschwindigkeit, hat einfach den Grund, manchmal möchte ich, dass die Drohne sich schnell dreht, um leicht navigieren und woanders hinfliegen zu können. Manchmal möchte ich aber auch einfach eben gerade diese Aufnahmen machen, wo sie sich schön langsam dreht. Und das ist halt relativ schwer auf dem Joypad zu steuern. Wenn ich dann das nach rechts ziehe, dann dreht sich halt in voller Geschwindigkeit. Wenn ich es halb nach rechts ziehe, ein bisschen langsamer. Aber da würde ich halt einfach diese Geschwindigkeit verringern und dann gibt es auch schöne Aufnahmen. Was auch super einfach ist, ist Position, hat sie immer echt richtig gut gehalten, also die fliegt halt hoch und wir haben eben schon gesehen, hier es gibt diesen Take-Off-Button, wenn ich da jetzt drauf drücken würde, wird sie auch fliegen, das lasse ich lieber. Dann hovert sie so einen Meter über dem Boden und gar nicht so, wie ich das jetzt vorgemacht habe, sondern tatsächlich in den meisten Bedingungen sehr stabil, auch hier drin, auch ohne GPS. Das allererste Mal, dass ich sie absteigen lassen, war in
War kein großes Problem. Ich habe keine große Wohnung, deswegen musste ich ein bisschen vorsichtig sein. Ansonsten ist auch die App einfach total intuitiv. Die Steuerung ist ziemlich intuitiv, muss ich sagen. Also ich wüsste nicht, wie man das so machen sollte, dass man sich noch schneller daran gewöhnen kann. Natürlich braucht man irgendwie eine gewisse Zeit, um abschätzen zu können, okay, wenn ich es einstelle, dass sie so und so schnell fliegt, dann muss ich irgendwie aufpassen, dass ich nicht in den Baum fliege und so, aber das kommt alles von selber. Das Einzige, was ich doof finde, ist, es gibt halt zwar eine Anleitung dazu, aber die kommt nicht mit, sondern man muss sich die halt hier irgendwie zusammensuchen und dann ist das ein PDF eigentlich nur, was geöffnet wird. Und wenn ich da irgendwie zurückgehe, weil ich gucken wollte, welcher Button ist das denn hier und das wieder öffne, starte ich wieder auf Seite 1 und so, das ist ungünstig. Und dementsprechend wusste ich erst nicht, was hier ist. Jetzt weiß ich es, dann macht die Drohne die witzigen Tricks, die man genau einmal macht, um sie Freunden zu zeigen und dann sind sie total sinnlos. Aber warum nicht? Spricht ja erstmal nichts gegen. Und dass man halt mit zwei Fingern die Kamera hoch runter verstellt, das wäre auch noch gut früher zu wissen gewesen, aber nicht schlimm. Was mich mehr stört ist, ich habe rausgefunden oder ich weiß, hier mache ich einfach ein Foto, kein großes Problem. Und irgendwie kann ich dann halt noch so die Filmeinstellung einstellen, aber ehrlich gesagt hat das nicht immer so reagiert, wie ich mir das gedacht hatte. Und das finde ich weniger gut. Davon abgesehen, es wird als Einsteigerdrohne beworben. Das ist auch eine Einsteigerdrohne. Warum? Weil sie eben gerade total, ich mach's mal wieder aus, total leicht zu steuern ist, total leicht ein- und auszuschalten ist. Einfach dadurch, dass sie so stabil ist, kann man auch, wenn man jetzt zum Beispiel allein unterwegs ist, kann man die halt in die Luft heben lassen, abheben lassen, stellt sich irgendwo hin, stellt die Kamera entsprechend ein, steckt sein Smartphone oder Tablet weg und wird gefilmt. Sie hat von Haus aus keine Follow-Me-Funktion. Es gibt dafür Apps, die habe ich aber noch nicht getestet. Die sind auch nicht von der Herstellerfirma hier, also keine proprietären oder nativen Apps in irgendeiner Form, sondern einfach Dritthersteller, die das dann machen. Was ich auch wirklich schade finde, ist, dass man irgendwie, wenn man jetzt diese Drohne für den vollen Preis kaufen würde, dann nochmal die 20 € dafür ausgeben, dass man den Flightplan hat, dass ich hier sagen kann, flieg erst dahin, 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 was soll das? Also dann die 20 € könnten Sie einem gleich dazugeben. Zweiter Kritikpunkt, man sieht das ein bisschen hier vorne. Ich habe das nie irgendwie angefasst, aber hier löst sich halt dieser Plastikring. Für die Funktion total egal, aber da fragt man sich auch so, naja, okay, könnte irgendwie besser verarbeitet sein. Das ist aber das einzige Problem, was ich jetzt bei meinen, wie viel habe ich vielleicht, 10, 12 Flüge damit gemacht, jeweils etwa 20 Minuten bemerken konnte. Wo wir schon dabei sind, der Akku hält halt, wie gesagt, etwa 20 Minuten. Das kommt auch mit den Herstellerangaben ziemlich genau hin. Das Problem ist dann eher der Speicher, weil sie hat 8 GB internen Speicher. Das ist erstmal okay, ist aber halt nicht toll. Und wenn ich jetzt zweimal 20 Minuten durchfliege, dann ist der auch einfach voll. Und meistens sogar übervoll und sie sagt es mir nicht, was natürlich zu dem Problem führt, dass ich dann auf einmal denke, ich habe jetzt was total Tolles gefilmt und ja, ist leider nicht mehr aufgenommen worden. Hier unten ist noch eine Kamera, die dient aber nur der Höhenkalibrierung der Drohne, macht also weiter nichts. Wie bin ich sonst zufrieden? Ich finde es auch ein bisschen schade, dass es zum Beispiel nicht sowas gibt wie Kreise jetzt mal um diesen Punkt, also dass die Drohne halt einen größeren Kreis fliegt, vielleicht in einem Radius, den man angeben kann und den Mittelpunkt filmt. Das stelle ich mir in vielen Situationen ziemlich cool vor. Gibt es leider halt nicht, also auch nicht von ihr. Und die Bildqualität ist so, geht so, würde ich sagen. Also ich habe halt sowohl draußen als auch drin damit gefilmt. Draußen bei gutem Licht, gute Bilder. Man kann nörgeln, man muss nicht nörgeln. Also man sieht das. Ich habe zum Beispiel Bilder, die ich euch gleich zeige, wo ich halt über ein Feld fliege oder über Bäume oder so. Und man sieht halt so bei den Pflanzen, die sind halt nicht richtig trennscharf. Da sieht man halt so eine Unschärfe, so ein Rauschen. Also jetzt kein Bildrauschen im klassischen Sinne, aber ihr seht das dann schon. Und als ich drinnen gefilmt habe, in der Turnhalle, bei Turnhallenbeleuchtung, die fürs menschliche Auge super angenehm ist, gut sichtbar, da bin ich mit den Aufnahmen nicht so zufrieden. Also man kann das machen, weil es kommen ja auch einfach Aufnahmen raus, die man sonst nie hinkriegen würde. Und deswegen kann man das quasi als Manko in Kauf nehmen. Aber es sind keine super Aufnahmen. Müsste man das jetzt für den Preis erwarten? Naja, vielleicht nicht unbedingt, weil die Drohne als Gerät mit den Flugeigenschaften, dem WLAN, dem Speicher etc. ist schon echt gut. Ein bisschen bessere Kamera hätte es halt gleich deutlich besser gemacht. Und so überlege ich mir, das hat total viel Spaß gemacht, mit diesem Ding zu fliegen. Macht es auch nach wie vor. Aber vielleicht müsste man, wenn man es ernsthaft machen will, doch mehr Geld ausgeben. Muss sich halt natürlich jeder selber überlegen, vor allem weil halt mehr Geld oftmals auch gleich doppelt so viel Geld heißt zum Beispiel. Und das ist dann schon wieder eine ganz andere Klasse natürlich. Auch mit Gimbal und so. Die hier hat ja nur eine elektronische Bildstabilisierung. Eine drei Achsen, vielleicht doch nicht.
So. Die Fotos sind ebenso okay, aber nicht wirklich toll. Aber dafür, dass ich aus 100 Metern ein Foto machen kann, das kann ich halt sonst nicht. Also sollte ich mich nicht beschweren. Genau, das heißt, ihr seht jetzt einfach ein paar Beispielaufnahmen. Drin Turnhalle, draußen über Felder, draußen in einem Garten und Samurai-Rüstung, falls ihr die noch nie gesehen habt. Also das sollte man sich vielleicht mal angucken. Ich habe natürlich probiert, auch spannende Sachen zu filmen in der kurzen Zeit, in der mir das Ding zur Verfügung stand. Mein Fazit ist eigentlich, super cooles Teil, auf jeden Fall mehr als ein Spielzeug. Man kann Sachen damit machen, die ich vorher nicht machen konnte. Wenn man schon mal teurere Drohnen, Quadrocopter etc. geflogen ist, dann muss man einfach sagen, das ist ein Einstiegsgerät, vermutlich. Ich bin das selber noch nicht. Ich bin nur diese 20-Euro-Teile ohne Kamera geflogen und das ist ein himmelweiter Unterschied, weil die sind schwer zu fliegen. Die hier total einfach zu fliegen. Also ich habe auch anderen Leuten mal die Fernsteuerung gegeben, irgendwie vier, fünf anderen und niemand hatte ein Problem damit und alle hatten sehr, sehr viel Spaß damit. Mit dem WLAN echt schon weit geflogen. Das heißt, man könnte auch gut noch die Fernsteuerung dazu kaufen. Dann kann sie, glaube ich, 2 Kilometer oder so weit fliegen. Das würde sich bestimmt lohnen. Also nochmal viel Spaß machen. Da muss man nur vorsichtiger sein, wie man fliegt, mit Sicht und so. Aber als Fazit lässt sich wirklich sagen, tolles Gerät, hoher Spaßfaktor, super Case, das Case ist echt toll auch. Und ja, das ist es eigentlich schon. Also jetzt bitte die Aufnahmen.